Moin Leute, ich bin Steffen, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es gibt heute mal wieder einen Operator-Vergleich, Twitch versus Thatcher. Ich denke, der Vergleich ist gar nicht so leicht, da sich die Operator doch schon in vielen Bereichen sehr unterscheiden. Dennoch einer der meistgewünschten Vergleiche und deswegen machen wir den mal. Thatcher hat EMP-Granaten, die alles Elektronische in dessen Reichweite zerstören, ob ich nun gegen eine Wand werfe oder auf dem Boden, um den Kram unter mir zu zerstören. Und ja, die EMP-Granaten können von Liga-Geräten abgefangen werden. Twitch hat eine Schockdrohne in der Vorbereitungsphase und kann eine weitere nach Rundenbeginn nutzen. Diese kann Elektronik zerstören, Mira-Fenster öffnen und macht 10 Schaden an Personen pro Taser. Die Anzahl der Tasern ist aber begrenzt und die Drohne kann nicht springen. Primärwaffen sind es ein paar, Twitch hat 3 Primärwaffen und auch Thatcher hat 3 Primärwaffen, deswegen vergleiche ich eher nur die, die auch am meisten gespielt werden. Bei Twitch ist das ganz klar die Farmers, die hat ein 30-Schuss-Magazin und eine Feuerrate von 900 Schuss pro Minute und ist definitiv eine der besten Waffen im ganzen Spiel, hat aber auch ein gutes Stück an Rückstoß. Das macht es schwer, auf Distanz One-Taps zu geben, da eben nach jedem Schuss die Waffe schon sehr stark ausschlägt, aber im Nahkampf kann man halt volle Kanne die Feuerrate ausnutzen und dann drückt die auch richtig. Thatcher hat mit dem AR-33 und dem L85, was mein Favorit ist, eher Waffen, die für alle Distanzen gedacht sind. Die L85 hat das größere Magazin, aber eine niedrigere Feuerrate und die AR-33 hat eben entsprechend andersherum das kleinere Magazin und die höhere Feuerrate. Dazu aber noch, die L85 hat in meinen Augen weniger Rückstoß und kann auch sehr locker im Dauerfeuer kontrolliert werden. Man kann voll durchziehen im Dauerfeuer auf den Gegner und kann sehr leicht den Rückstoß dagegen halten. Mit dem AR-33 ist es etwas schwieriger. Der Vergleich, die Farmers haut auf kurzen Distanzen alles weg, also da ist die Waffe einfach besser als die vom Thatcher. Dafür kann ich mit dem L85 oder mit dem AR-33, je nachdem was ich spiele, auch besser Schüsse auf Distanz geben, besser One-Taps drücken, da die Waffe eben nicht nach jedem Schuss schon über den halben Bildschirm schlägt. Also als Support oder um enge Winkel Pixel-Peaks zu halten, da ist Thatcher besser. Twitch ist einfach besser, um reinzurennen, meinen Roamer zu jagen und dann die Feuerrate voll auszunutzen. Beide haben 2 Geschwindigkeitspunkte und 2 Rüstungspunkte und beide können auch die gleichen Gadgets benutzen, eine Claymore oder eben Sprengladungen mitnehmen. Ich denke, man kann beides mal gebrauchen. Man muss nicht immer nur Claymore mitnehmen, manchmal ist auch so eine Sprengladung ganz gut. Speziell als Thatcher, wenn du da so den Support übernimmst, die ein bisschen die Mates leitest, kannst du hier und da auch mal mit der Sprengladung was aufmachen, wenn der Sledge oder Bug gerade woanders was zu tun haben. Jetzt kommen wir näher zum ganzen Vergleich. Thatcher ist simpel, sag ich mal, und zeitsparend. Ist Strom an der Wand, werfe ich eine EMP dagegen und schon war es das. Natürlich muss man sagen, oft wenn irgendwo Schockdraht dran platziert wurde, kann man eine Handgranate durch einen Drohnenschlitz werfen oder oben drüber kann man eine durchwerfen. Man kann den Fußboden darunter aufmachen oder darüber. Es gibt schon des Öfteren verschiedene Möglichkeiten, den Strom auch ohne EMP wegzuräumen, jedoch dauert das meistens eben länger. Plus es kostet Handgranaten, plus man muss den Raum erstmal sichern, alles drum und dran. Und bei der EMP ist eben der Vorteil, ich werfe das Ding ran, platziere die Thermite-Ladung, die Banner-Charge und schon ist das Ding offen. Das geht super schnell und Zeit ist eben ein wichtiger Punkt in Rainbow Six Siege. Wenn ich noch ewig hin und her hampel, um mal diese Wand aufzukriegen, fehlt mir die Zeit vielleicht am Ende. Und Thatcher ist eben ran, Wand auf und weiter geht's. Thatcher ist damit kein Must-Pick, weil man so gut wie immer noch anders den Strom wegbekommen kann. Er ist eben aber sehr zeitsparend. Hängt aber auch vom Bombenspot ab. Ich finde zum Beispiel bei Border, wenn ich dort die Armory oben angreife und da Strom an der Wand ist, wenn ich jetzt auf A gehe zum Beispiel, kann ich ja ganz einfach den Fußboden darunter aufmachen. Das geht auch super schnell. Wenn man wiederum die Garage bei Chalet angreift, kann man natürlich auch sagen, ich werfe Granaten durch einen Drohnenschlitz durch oder mache die Decke darüber auf. Das geht auf jeden Fall. Ist natürlich aber alles nicht so einfach gemacht. Wenn da zum Beispiel Jägergeräte oder auch ein Schild am Drohnenloch steht, kostet das mehrere Handgranaten. Ich brauche wahrscheinlich noch Rauch- oder Blendgranaten, um das ADS erstmal leer zu bekommen. Und ja, da seht ihr direkt, mit der EMP wird es in dem Fall doch schneller gehen. Twitch hat mehr Möglichkeiten, kann aber auch leichter schief gehen, sage ich mal. Mit der Twitch-Drohne kann ich schon mal in der Vorbereitungsphase Kameras zerstören, eventuell sogar schon mal ein, zwei Gadgets zerstören und sonst sichere ich mir meine Drohne und nutze sie später wieder. Außer bei Casual, da baller ich auch gerne mal wie wild auf die Gegner. Aber an sich, wenn ihr wirklich ernsthaft spielt, versucht darauf zu verzichten, die Gegner abzuschießen, sondern konzentriert euch erstmal auf die Gadgets. Ganz besonders dabei natürlich die Fenster von Mira. Wenn ihr die früh öffnen könnt, holt ihr euch einen massiven Vorteil raus. Das kann hier und da natürlich etwas länger dauern, da die Drohne erstmal in den Raum muss, bevor es überhaupt etwas kaputt schießen kann.
wogegen ich eine EMP einfach nur gegen eine Wand werfen muss und die Twitch-Roll natürlich nach einem Treffer schon direkt kaputt ist. Dafür habe ich aber die Möglichkeit, quasi überall hinzufahren und eben auch mein Mira-Fenster zu öffnen, was mit einer EMP nicht geht. Mira wird im Moment sehr viel gespielt und da ist eine Twitch als Konter sicherlich sehr gut zu gebrauchen. Des Weiteren sollte man nicht nur die Zerstörung von Elektronik und das Öffnen von Fenstern sehen, sondern manchmal ja doch gegen andere Spieler. Vielleicht nicht eben, wie gesagt, eine Vorbereitungsphase, aber währenddessen gegen einen Roamer. Der Roamer rennt durchs Gebäude, ich suche ihn mit der Twitch-Drohne, schieße ihn ab, um ihn abzulenken und während er abgelenkt ist, kommt mein Mitspieler herum und ballert ihn ab. Weil viele Möglichkeiten hat der Verteidiger nicht unbedingt. Wenn er eure Drohne abschießt, guckt er gerade in dem Moment auf eure Drohne und euer Mitspieler kann rumkommen und er wird nicht angeschaut. Andersherum, wenn er sagt, er aimt weiterhin den Winkel ab, könnt ihr ihm weiterhin Schaden drücken. Gegen einen Bandit, der gerade den Bandit-Trick macht, sprich seine Schockdrähte immer hin und her platziert, da bringt die Twitch-Drohne so bedingt was. Natürlich hat der ebenfalls keinen Bock, Schaden zu bekommen und wird wahrscheinlich auch die Drohne versuchen abzuschießen. Meistens macht das dann aber doch eher ein Mitspieler. Bandit-Trick wird ja schon eher direkt im Raum gemacht, da ist oftmals ein Mitspieler in der Nähe und dann schießt der die Drohne kaputt, während der Bandit weiterhin seinen Trick macht. Deswegen ist da die Twitch-Drohne, naja, manchmal stark, manchmal aber halt auch eher nutzlos. Wann sollte ich denn jetzt Thatcher spielen, wann Twitch und wann vielleicht auch keinen von beiden? Ist mein Hauptproblem zum Beispiel ein Bandit, der die Wand unter Strom setzt und es dann nicht so einfach ist, den Kram da wegzusprengen, picke ich einen Thatcher. Einfach nur, um die Zeit zu sparen, damit ich direkt woanders weitermachen kann. Ebenso kann ich EMP-Granaten auch mal in einen Raum reinwerfen. Irgendeine Elektronik haben die Verteidiger meistens ja schon am Start. Twitch spiele ich zum Beispiel einmal wegen der starken Waffe, die lohnt sich auf jeden Fall. Oder halt noch mehr, wenn die Gegner Mira-Fenster haben. Mira wird halt gerade sehr viel gespielt. Auf Karten wie Café und Border ist Mira sehr stark. Und wenn ich da direkt mit einer Twitch-Drohne die Fenster rausnehmen kann, hole ich mir direkt einen schönen Vorteil. Wenn es um Zerstören von Elektronik geht, muss man dann doch mal vorsichtig sein, weil mancher muss man durch eine Tür durchfahren, die die Verteidiger locker abaimen können. Da kann die Twitch-Drohne eigentlich nichts machen. Und das weiß ich ja manchmal ja schon vorher. Man kann ja oft einschätzen, welchen Bombenspot werden sie wohl nehmen. Und da kann ich dann direkt sehen, lohnt sich der Twitch oder muss ich doch lieber einen Thatcher nehmen. Es gibt also hier und da Gründe, mal einen von den beiden mitzunehmen. Es ist dennoch nicht Pflicht. Es gibt eben Möglichkeiten, Strom, Mira-Fenster und Co. auch anders auszuschalten. Plus eben, es gibt auch Bombenspots, wo die gar nicht erst gespielt werden. Und ja, das war's mit diesem Operator-Vergleich. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.